Quest. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieht ein bisschen aus wie Bronnen aus. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Oder er ist halt ein Bauer. Ja, gut. Danke vielmals. Deswegen wahrscheinlich. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Okay. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja. Natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Wir reden wirklich alle die Was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Guter Mann. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Die Greifen? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Dafür habe ich nicht also gekämpft. Kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? In der Krippe bestimmt. Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Schönes Detail, dass er richtige Finger hat. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Das ist ein Mann. Kämpfer. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Guter Mann. Richtig guter Mann. Kraut oder der ist Kraut kein Besonderer. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Nicht der, aber den wir auch vorhin ein bisschen seltsam verjagt haben, hoffentlich. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Ich finde den echt cool. Also als Bauernsoldat. Geh zu Tomira, der Kräuterfrau. Charmant. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay, die Kräuterfrau. Verstehe. Dann, bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Ist wahrscheinlich sowas wie Tomislav. Es so und Jagden. Ist echt ein charmanter Typ. Aktives Ziel. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du vordrücken, um ein anderes Ziel zu probieren. Wir fangen natürlich mit der. Ey! Ich will mit der Kräuterfrau. Hey, ich darf nicht. Ach, ich hab schon Kreuzdorn, okay. Ich muss dich was fragen. Ja, was? Bis dann. Ach, die Kräuterfrau war wahrscheinlich die Oma da mit den... Den stört das auch nicht, wenn ich ihn beklaue. War wahrscheinlich die Oma mit der Pfanne. Zumindest Kräuter. Ich glaube, die hatte mir auch Kräuter
Zutaten gegeben, tatsächlich. Wenn ich so drüber nachdenke. Ach, der hier war diese Verbesserungsstation. Ah, ich hab jetzt. Ah, das ist wie ein Schleifstein. Warte, benutze ich den natürlich auch schon. Julio! Dann ziehen wir uns hier mal. Jetzt haben wir die Uhrzeit. Weil so spät ist es doch. Ich muss zu uns. Mindestens sein. Schon relativ spät sein. Ach, mein Pferd stand da ja steil, genau. Das finde ich cool. Vor allem, der steht sinnvoll. Da merkt man, die Entwickler haben sich einen Kopf gemacht und haben es auch noch so verpackt, dass das für die Nilfgaarde Sinn ergibt, quasi. Ja, und die Kräuterhexe wäre hier gewesen, glaube ich. Aber die hatten wir ja schon. Los, los! Ich folge jetzt aber dem Weg. Ich glaube, der einen muss ja nicht mehr machen. Ich finde das so viel schöner. Die Zeit haben wir oben. Das Pferd steuert sich echt träge. Also, das ist halt ein großes Tier, ne? Das ist so wendig wie ein Mensch. Gerade nicht auf vier Beinen. Mal überlegt, wie viel Anstrengung das eigentlich kostet, auf zwei Beinen zu laufen schon. Deswegen sind Pferde wahrscheinlich, oder viele Tiere, die dem Menschen von der Körpergröße und so ebenbürtig sind, wahrscheinlich auch viel stärker als Menschen, weil die ihre Kraft auf andere Sachen konzentrieren können, anstatt auf aufrecht gehen. Denkt man, ein Gorilla, der immer nur auf vier Beinen läuft, ist stärker als ein Gorilla, der sich so selbst antrainiert hat, auf zwei zu laufen. Das hier wäre die Kräuterfrau gewesen. Doch, Tomira. Ja, mit der werden wir gleich nochmal reden. Wer ist das? Lena. Hey, Lena. Ja? Die ist hübsch. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenficken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Oh, ich habe eine böse Vermutung. Da war ein Junge, Goslav. Okay. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Oh Gott, die Arme. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Haare. Sie sehen so ein bisschen verfilzt aus, muss ich ehrlich Ende sagen. Ende der Geschichte. Sie hat echt krasse Augen. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Grüne Augen gehen immer, gerade bei Frauen. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts läuft man nachts durch den Wald. Durch den Wald? Im Krieg? Vor allem im Krieg. Und auch nicht in dieser Welt. Eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Das ist quasi das Alchemie-Tutorial, denke ich mal. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Wahrscheinlich fühlt sich wohl. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn.
Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Sägewerk? Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Dorf. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Wahrscheinlich wir und ich hab's vom letzten Mal vergessen. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Hm. Sie haben mir eigentlich mystische Sachen gegeben. Ja? Materialien. Leb wohl. Geld? Achso, ich konnte bei ihr jetzt quasi nochmal die Quest. Das hier mal awesome. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es vielleicht falsch verstanden habe, aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nach der Quest nochmal mit Leuten geredet habe, also ihr, habe ich jetzt quasi so ein kleines Dankeschön erhalten, dass ich mich um ihre Freundin gekümmert habe. Ja. Tankschwalbe zubereiten. Alchemie. Schwalbe müsste ich doch, ja. Ich wollte schon sagen. Hier. Ach, Zapfhörterfrau, okay. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Schwalbe, oder was? Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Verdammt. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Ich glaube, das hat auch noch richtig krasse Auswirkungen, wenn es einem nicht egal ist. Schweiß und Blut, was? Ich habe das Gefühl, wenn ich hier später nochmal hinkomme, wird sie mir sagen, was mit Lena passiert ist. Ja? Leb wohl. Giftextrakt. Ich dachte echt, die ist ein bisschen dicker, aber nein, die hat... Ui, 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 ui. Hallöchen. Ist echt eine stramme Frau. Mit stramm meine ich. Ich habe Schweiß und Blut bekommen. Ist das ein Trank? Das klingt so nach Trank. Waldkauz, Schwalbe. Etliche Bücher. Such die Sternchen. Ich suche gerade die Sterne, ich finde sie nur nicht. Hier. Ah, Schweiß und Blut. Gewöhnlicher Gegenstand. Enthält Zusätze.